Ja, wunderschönen guten Morgen miteinander. Heute gehe ich in die Schule. Und zwar ist mein zweiter Tag von meiner einwöchigen, sage jetzt mal, Intensivwoche. Und ja, was ich da den ganzen Tag mache, das seht ihr jetzt. Dann nehme ich euch doch gerade mit. Kommt doch, kommt mit, kommt, gehen wir. Und Daniel habe ich jetzt gerade abgeholt. Laula! Er ist mein Lehrer jetzt für diese Woche. Und ich habe jetzt das beim Buchen, es gibt nicht so viele Spanischschulen da in Veracruz, aber ich verlinke euch dann in seine Schule unten dran, dann könnt ihr auch mal auschecken. Ja, wir gehen jetzt, we're gonna go for breakfast now, right? Ja. Okay, also zuerst mal guter Start, ein bisschen richtig etwas zu mürgeln. Ja, jetzt sind wir also da am Zmörgeln, also respektive ich. Daniel hat schon gegessen. Und es gibt da eine fette Portion Chilaquiles. Chilaquiles. Ich muss das noch ein bisschen lernen da mit dieser Aussprache. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Gracias. Und jetzt gibt es da noch Frijoles. Frijoles. Also Bohnen, was ist das? Ja, so Dings halt. Bohnenmässig halt. Ja, wir sind jetzt hier in Boca del Rio und wir gehen jetzt hier in das Italian Coffee. Das wird jetzt unser Ort sein, wo wir hier ein bisschen lernen. Jetzt brauche ich eine Pause, denn sie haben mich geschlaucht hier. Du bist schuld. Ja, wir haben eine Zeitformel geübt. Irreguläre. Nein, wie sagen wir denn? Ja, ist ja gleich die Verben, die nicht regulär sind. Vergangenheitsform. Und Staben bis da oben. Ich muss jetzt das zuerst mal ein bisschen verarbeiten. Wir gehen jetzt. Where are you going now? Vamos a Boca del Rio. Boca del Rio? Boca del Rio, okay. Al centro de Boca del Rio. Alright. Also, wir gehen jetzt da. Boca del Rio, das ist ein Teil von Veracruz und da können wir jetzt so ein bisschen auskundschaften, kleine Pause machen, bevor es dann nachher wieder weitergeht. Ja, wir sind jetzt vorne gerade in Boca del Rio ein bisschen rumgelaufen, das ist dort hinten, im Hintergrund sehen wir es noch ein bisschen. Und jetzt sind wir hier in einem Einkaufscenter. Schaut euch mal die Aussicht an von da oben. Ja, wir sind jetzt hier im El Buffet. Und wie es der Name schon sagt, ist das so ein Buffet, wo man jenstes Zeug kann auswählen kann. Und das ist eigentlich, ja, so viel man jetzt kann essen kann. Also Zuschauer. Hola! Wir haben jetzt unsere Bäuche vollgeschlagen mit diesen feinen Tacos. Und jetzt sind wir hier in einem Kaffee. Und haben unsere Nachmittagslektion. Ja, wir werden jetzt noch das repetieren von morgen. Geht etwa so, ja, eineinhalb Stunden oder so. Gestern habe ich um 14:15 ausgehabt. Wie früher in der Schule. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Da hast du noch etwas vom Tag. Also, es ist eigentlich tipptopp so. Es ist gerade genug. Man fühlt sich nicht so mega erschlagen, wie vom Morgen um 7:30 bis um 5:00 oder so. Man muss in die Schule gehen. Sondern es ist schön easy peasy. Aber trotzdem, man lernt sehr viel. Und ja, also ich finde es eine coole Sache, so wie ihr das macht. Der Grund, warum dass wir warum dass ich da nicht in einem Schulzimmer bin, das ist eigentlich ganz einfach. Er hat noch nicht passend oder er hat noch nicht genug Geld, um sich ein eigenes Haus zu kaufen, wo er dann seine Schule aufbauen kann. Und zwar ist das, die Schule hat früher ein amerikanisches Bärli gehabt und er hat dort mit ihnen gearbeitet. Und das amerikanische Bärli hat jetzt die Schule aufgegeben, weil die sind pensioniert jetzt. Und er hat so Gefallen daran gefunden an diesem Beruf, dass er jetzt eigentlich das zu seinem Hauptberuf machen will. Er arbeitet jetzt als Lehrer und wenn er gerade keine Schüler hat, dann arbeitet er bei seiner Mutter in einem Laden. Aber sein Ziel ist, hier am Strand ein Haus zu kaufen, wo dann nachher die Schüler können, wirklich also ein bisschen für uns am Strand lernen oder im Schulzimmer und so. Das ist eigentlich sein Ziel, das er jetzt hat und ich finde es eine sehr coole Sache und ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Also wenn er
in der Sprachschule wollen, dann nehmt mit ihm Kontakt auf. Ich verlinke euch eben die Schule unten dran. Und ja, kann ich sehr empfehlen. So, jetzt müssen wir weiterarbeiten. Mein Student schreibt gerade einen Test. Ich muss dann nachher noch schauen, ob es richtig ist, was er da schreibt. Vamos, vamos! Ja, schönen guten Morgen miteinander. Wir sind hier wieder am Zmörgeln. Daniel. Hola. Und heute steht nicht Schulunterricht auf dem Programm, sondern wir machen einen Ausflug an den Strand. Irgendwo im Norden da, von Veracruz. Natürlich können wir auch viel miteinander reden und dann bringt man die Sachen bei, auch während dem Autofahren und so. Also es ist wirklich mega cool, schön, lockere Atmosphäre und ja, so macht es Spass. You want to make some advertisement for your school? What? Sorry. Some advertisement for your school? Studien in the Language Immersion School Veracruz. Studien mucho. Español. So, jetzt sind wir hier also an dem Strand und ja, es sieht aber recht nice aus hier. Wollen wir mal schauen. Leider ist das Wetter nicht so gut. Ein bisschen bewölkt. Heute Morgen war es noch besser gewesen. Aber ja, das kommt dann schon wieder, hoffentlich. Die Sonne kommt schon gleich. Und ja, mal schauen, was wir jetzt so also vorhaben, den ganzen Tag. Gell? Ciao! Das ist jetzt also die Bucht hier. Wenn ich das mal reinziehe. Sieht recht nice aus. Und ja, aber eben jetzt ist hier nie mit Schwimmen, wie ihr seht. Aber richtig cool. Und vor allem, wir sind mit Seelen Dingsbums allein. Mutterseele allein, jetzt ist es gegangen. Ich habe gewusst, es ist etwas mit Seelen. Ja, wir haben hier jetzt gerade ein Fotoshooting gemacht. Und das Foto zeige ich euch jetzt. Geiler Effekt gewesen, hä? So, das war es also von diesen schönen Buchten hier. Wir gehen jetzt wieder aufwärts. Und das haben nicht alle geschafft, wie ihr seht. Der zum Beispiel, ein Hinterbliebener. Macht, glaube ich, nicht mehr grosse Sprünge heute. So, ich habe jetzt gerade meinen ersten Schwung genommen, hier im Meer. Endlich, würde ich mal sagen. Es ist eigentlich gar nicht so mega warm, also schon warm, aber ich hätte mir jetzt viel wärmer vorgestellt hier. Golf von Mexiko, aber es ist auch noch Winter da. Also wenn wir im Sommer, dann würde es dann Tagestemperaturen geben von über 40 Grad und dann würde das Meer ein bisschen wärmer sein. Auf jeden Fall, das ist der Strand, wo wir jetzt so sind, ist ein bisschen außerhalb von Veracruz. Wir sind etwa gut eine Dreiviertelstunde oder so gefahren mit dem Auto. Und es ist kein Mensch da. Also davor, da ist ein Bärli und davor seht ihr, vielleicht weiter. Ja, seht ihr es da? Ja, davor. Dort hat es ein paar Leute. Aber sonst ist der ganze Strand leer. Und ich habe gesagt, ja, es ist ja Donnerstag, ist klar, dass es nicht so viele Leute hat. Aber er hat gemeint, nein, es ist eigentlich immer so. Weil der Strand hier eigentlich die meisten Leute von der Stadt auch gar nicht kennen. Das ist eigentlich noch witzig. Weil es ist ein mega schöner Ort. Es ist schon fast ein bisschen Karibik-Feeling da. Also ich weiss nicht, ich war noch nie in der Karibik. Ich würde sicher noch schönere Strände erleben als hier. Aber es sieht recht nice aus hier mit diesen Hütten und so. Hier mit diesen Palmen. Und gerade nahe zum Meer. Also wirklich ein schöner Ort hier, lässt sich das Leben. Und wir haben jetzt hier ein Bier bestellt. Läuft. Salut! Salut!
Ja, wir haben jetzt hier gerade etwas zu essen bestellt und jetzt müsst ihr euch den Huren fest mal reinziehen. Das verdammtes Monster. Ich habe hier mit Knobli und er hat mit Chipotle. Ja. Ja. Buen provecho. Buen appetit. Provecho. Einen guten. Einen guten. Einen guten. Ja, du hast auch Hunger, gell? Jetzt haben wir gerade schnell müssen anhalten hier auf der Autobahn, weil wir sind über so ein Loch gefahren da. Weil da in Mexiko muss man immer so Slalom fahren, weil es hat überall Schlaglöcher und wenn man da nicht extrem aufpasst und man eins verwünscht, das klopft abartig, ich bin richtig verschrocken. Und jetzt haben wir eben Angst gehabt, dass das Rad kaputt gegangen ist, aber es ist anscheinend noch in Ordnung. Also, ich glaube, man muss es noch mal genau anschauen, aber jetzt für zum Heimfahren sollte es länger. Also, es ist einmal noch rum, wir haben einmal noch vier. Quinceañera. 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 Ajá, solamente para las mujeres. Okay. Solo para las mujeres. Es como Sweet 16. Ajá. Okay. Sí. Exacto. Ja, habt ihr verstanden? No. Genau. Hier in Mexiko, wenn die 15 werden, dann gibt es ein grosses Fest und die hat da so ein riesiges Kleid angehabt. So. Das ist eben so wie Sweet 16 in Amerika. Einfach da jetzt mit 15. But is there anything special you can do when you're turning 15? No. No? Just for fun. Solo por las mujeres. Solo por las mujeres. Para los hombres, una fiesta importante son cuando cumplen 18 años. Ok. Es más importante. Los 18 años. Vamos a un table dance. Porque tú puedes beber cerveza, ¿eh? Exacto. Ah. Ja, das wäre es also von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, da bei mir in meinem Spanischunterricht ein bisschen dabei zu sein. Und dann würde ich sagen, bis gleich, macht's gut, ciao, ciao.